So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen, haben wir so eine kleine Anführung bekommen in dieses Spiel, wie das Ganze so ein bisschen läuft und alles, haben wir uns das erste Auto ausgesucht. Ich habe mich dann für eine Alfa Romeo entschieden, weil ich so ein paar Fahrzeuge haben will, die ich haben, ein paar Fahrzeuge bekommen, die ich dann unbedingt haben will. Und darum soll es der erste Martin werden. Den fährt auch schon der erste Bossgegner. Das heißt, wenn wir das erste Gebiet haben und den ersten Bossgegner haben, können wir seinen Wagen gewinnen. Und das wäre natürlich schon mal für den Anfang, weil der Wagen kostet. Ich habe das Spiel ja schon mal ein bisschen durchgespielt. Kostet knapp 100.000 Need for Speed Dollar, Need for Speed Geldeinheiten, keine Ahnung, wie auch immer. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen auch weiter auf die Weltkarte, damit wir mit dem nächsten Rennen weitermachen können. Das erste hier haben wir gemacht. Das zweite Rennen steht hier noch vor uns an. Was kriegen wir denn überhaupt wieder? Das haben wir freigeschaltet schon. Rundkurs. Wir können noch einen Kontrollpunkt fahren. Los geht's, zum Event springen. Anders ausstellen. Option mit dem automatischen Speichern, das wollte ich eigentlich noch rausnehmen. Einsteuerung, hat der da irgendwas eingestellt? Genau, da ist es, diese Speicheraufforderung, die würde ich gerne ausstellen, weil die Türen einfach nur noch extrem verpassen selber rein. So. So, die Truhe dürfte sich eigentlich gleich wieder auch auffüllen. Wir sind jetzt gerade unten weit. Ja. So, wir fahren das erste Kontrollpunkt. Wir haben jetzt 40 Sekunden Zeit, dass wir den ersten Check von der Reichung sind. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Und dann sind wir auch relativ gewohnt, dass wir die Ränder relativ einfach, dass man nicht draußen kann und da schauen wir schon der erste Checkpoint auf. In der letzten Folge schon ein bisschen gesagt, das ist für mich ja nach wie vor einer der geilsten Teile ever. Dass wir den Canyon rennen, das ist schade, dass wir es dann nicht weiter übernommen haben, sondern nur diesen Teil gekommen. Aber gut, das macht halt das Spiel ein bisschen einzigartig. Tschakka! Oh, wie die Reifen schön kriegt. Auf Haftung gesetzt, aber kann sein, dass ich nachher auch ein bisschen flott drift. Aber momentan funktioniert das erstmal. Ich komme immer ein bisschen auf die Hand, um das zu sehen, das ist eigentlich nicht so geplant. Natürlich hat man so witzig auf die Viereck-Taste, wo ich einen Speedbreaker drauf habe. Kreis. Da hinten muss schon der nächste Checkpoint. Wir haben ganz Thank you.
Problem. Wir haben noch zwei Checkpoints, um zu fahren. Eine schöne Abkürzung mit. Wie soll ich die Abkürzung nennen? Ah, unsichtbare Wand. Aber das sieht doch mehr als ein Fall aus hier. Ah, shit. Da ich die Abkürzung nicht kann. Ein schöner Versuch, die ganze Zeit zu driften. Vielleicht sollte ich auch so eine Abkürzung aufgebaut, bei dem heute geht's ganz gut, ne? Ich bin mal gespannt, wann den ersten Bossgegner besiegen haben, oder wann wir in welcher Folge die wieder besiegen. Aber das Let's Play wird nicht lang. Das Let's Play wird nicht lang. Also es wird definitiv nicht so lang wie nicht was wie Undercover oder bis ich weiß, Most Wanted. Da gehe ich mal stark von aus, dass es etwas der kürzere Let's Play sein wird, aber gut. Ich habe extrem Bock auf diese Spielfrage. Und wir haben es. Dann doch relativ entspannt. Geschafft. Der Prämie 5200 im Jahr, das haben wir freigeschaltet. Das Spoiler-Paket, aber auf dem Auto passt irgendwie kein Spoiler. Und wir haben das erste Gebiet. Turbo, Stufe 1 Straßenpaket. Nice, das können wir gebrauchen auf alle Fälle. So, gehen wir kurz in den Unterschlupf, dann bauen wir das nächste Teil ein. So, tunen. Leistung. Ja, ein bisschen zieht er auch dran. Immer den hohe Drehzahl, niedrige Drehzahl. Ich glaube, das ist so okay. Oh, wir haben nicht genug Geld. Haha. Scheiße. Wir müssen da noch ein bisschen was fahren. Dann gehen wir doch mal auf die Weltkarte, fahren wir das nächste Ding auch noch. Zumindest das erste Gebiet haben wir trotzdem schon, aber dann will ich es trotzdem zu Ende fahren. Sollen wir Wind springen? Los geht's. Am Anfang haben wir noch ein bisschen Probleme mit dem Geld, aber so ein. Es ist ja. Später haben wir ja kein Problem mehr. Dann sollten wir eigentlich nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Es sei denn, wir holen uns natürlich die teure, mega teuren Autos. Ihr seht unter anderem Lamborghini. Das ist ein Skyline links. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die fahren. Wie gesagt, ich halte mich ganz fern von den Muscle Cars. Ich werde keine Muscle Cars fahren. Bin ich kein Fan von. Ich mag den Motorzaun von dem iPhone. Mein Gott, das war's. Und da vorne ist es. Ist es los? Den Charger ist es nicht, oder? Ist der Charger schon da vorne? Ich glaube, Team Rotor heißen die, glaube ich, diese gelb-roten. Weg da. Da habe ich ein bisschen auf die Karte geachtet und bin dann da auf die Bremse gegangen, was zu sehen. Aber wo ist denn der Pferd überhaupt schon wieder? Da hinten hängt der. Hilfe. Ah! Ich habe das mir gar nicht viel gebracht, aber wie gesagt, noch ist es relativ einfach aufzuholen.
dann haben wir das auch geschafft. Wieder vorne. Da hinten ist das Ziel. Und aktuell 5 Level. Und da bremst du mich doch nicht aus, du Schicksal. Da geht ja auch so komplett gerade die Strecke in die Bremse. Bremst mich natürlich so aus. Jetzt kann man natürlich immer noch mal zu ehrlich sagen. Aber wieder ein bisschen direkt dran. Ja, ja, das liegt eigentlich irgendwie nur noch an mir. Ich sehe ihn! Ja, dann hol ihn die. Also ich krieg den Typ nicht! Wow, wir haben doch mit einer deutlichen Vorsprung dafür, dass wir eben in die Kürze gefahren haben. Aber doch. Jetzt spielen wir einen guten Vorsprung. Gerade durch. Ja, nochmal gerade durch. Da vorne ist das Ziel. Und wir haben gewonnen. Dritte Rennen, dritter Sieg. Ja, frei einfach. Ist das alles, was ihr so drauf habt? So, freigeschaltet, neue Felgen. Ah, ich bin ganz zufrieden mit den Felgen. Und da unten ist ein Gebiet geholt worden. Und zwar von Angie. Hier ist auch nochmal eins geholt worden von Bushido. Von Kenji. Aber wir werden uns erstmal das Gebiet von Wolf so unter den Nagel reißen und versuchen, oder versuchen zumindest. Ja, wir gehen in den Unterschlupf und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. So, und dann können wir natürlich auch den Turbo erstmal einbauen. Leistung. Der soll ein bisschen was bei niedrigeren Drehzahl kommen. Gut. Da haben wir soweit alles. Jo. So, dann können wir mal gucken, was wir für Optik noch tunen können. Oder überhaupt. Ah, wieso gehe ich denn komplett aus der Karriere raus? Ich merke gerade wieder, dass ich lange kein Need for Speed mehr gespielt habe. Wir tunen mal. Optik, weniger Perlenfarbe, Scheibenfolien. Wir haben hellschwarz, hellrot hätte ich gerne. So, in den Warenkorb, ja. Bodenfreiheit. Nehmen wir natürlich raus, weil wir brauchen natürlich ein Auto, was ordentlich tief liegt. Nehmen wir an. Ja, können wir machen. Ach Gottchen, ja. Dann scheiß auf die. Dann nehmen wir das mal kurz raus. Und bauen alles andere ein. Und ich bin schon wieder raus aus der Karriere. Ach, kotzt mich das auch manchmal an. So, cool. Meine Kuh. Fahrzeug ansehen, soll er mal tunen. Leistung. Leistung optimieren. Und der braucht nichts im Auto drin. Gut, das sieht doch schon nicht schlecht aus, was wir da so haben. 200 Geldbonus pro Sieg. Jawohl, das ist gut. Und wir gehen auf die Weltkarte. Und gucken mal, was wir weitermachen können. Dann haben wir hier drei Rennen noch zur Auswahl. Und zwar... Gucken wir hier. Karosserie-Kids, na, das nehmen wir doch. Karosserie-Kids ist doch immer gut.
trotzdem nicht. Ah. Auf 5 Uhr! 4! Jetzt 3 Uhr! Das ist ein bisschen so weit folgt. So. Achtung, Streife. Ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit wurde gemeldet. Ein Fahrzeug? Sie sehen zusammen mit meinem Einheiten im Umkreis bitte anrücken. Sehr schlecht informierte Kollegen. Ah, ganz entspannt. Ich will die Typen mal ein bisschen aufhalten. Dann kümmere dich mal darum. Oh, yes, baby. Ich hab dich gedreht. Nice one, schön gedreht. Ich stehe noch hinter dir, 6 Uhr Position. Fünf Sekunden auf Vorsprung. Hey, ich hab ihn im Griff! Haha, der hat ihn tatsächlich. Hey, was ein Verfolger! Kommt jetzt näher! Wir haben nur ca. 20% von diesem Rennen und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann mach mal. Okay, noch ein kleines Stück. Ich kann gerade nichts für dich tun. Egal, dafür gewinne ich das. Ja, feier einfach. Ist das alles, was Sie hier so drauf haben? So, freigeschaltet natürlich das Karosserie-Kit Nummer 1. Yes, Baby, haben wir's doch. Ich glaube, du machst einen Fehler. Das hier ist nur für echte Fahrer. Nichts für Feiglinge. Lotus, hättest du auch was mitgenommen eben. So, wir gehen nochmal kurz im Unterschlupf, weil wir erstmal kurz nochmal gucken wollen, wie das Karosserie-Kit an seinem Auto so aussieht. So, Nachrüstung, Karosserie-Kit, ich will nach wie vor keinen. Ah, vielleicht ein Spoiler, vielleicht einen kleinen. Dezent, aber es funktioniert. Jetzt können wir gucken, was für einen Spoiler wir drauf haben. Wie das mit dem Spoiler aussieht. Oh, Alter, warum geht der denn immer so weit raus? Nachrüstung. Spoiler. Das Spoiler will ich gar nicht eben haben. Hier ist was Kleines, Dezentes. Weg. Gar nicht mal. Ja, nehmen wir die Barracuda. Die sehen gut aus. Habt ihr den Warenkorb damit? Ja, sieht doch schon ein bisschen nach einer kleinen Rennsemmel aus, auf alle Fälle. Da Alpha, yay. So, wir gehen mal auf die Weltkarte und gehen mal gucken, was wir da noch so haben. Wie gesagt, jetzt brauchen wir hier noch einen, dann haben wir schon das zweite Gebiet frei. Ein Rundkurs und ein Kontrollpunkt. Ich habe jetzt Bock auf den Kontrollpunkt, aber gerade einen Rundkurs gefahren haben.
Nee, momentan, wir hatten gerade einen Sprint, aber ich war trotzdem noch im Kontrollpunkt. Oh, mittlerweile hat er was. Dezent, aber hat was. Und der hört sich auch schon richtig böse an. Ja, ich freue mich, um das erste Mal im Canyon fahren dürfen. Da gibt es einige. Ja, ich habe das Spiel ja selber schon durchgespielt, da kann ich mal aus Erfahrung sprechen. Die Leute, die natürlich das Spiel nicht kennen, die dürfen sich auf jeden Fall das freuen. Ich gehe davon aus, dass viele von den Fußballfans natürlich nicht was mit Carbon kennen. So, vorletzter Checkpoint. Ein Checkpoint haben wir und dann haben wir das auch geschafft. Was von entspannt. Gewonnen. Neu freigeschaltet. Ein neues Fahrwerk. Stufe 1, Straßenpaket. Und wir haben das nächste Gebiet. Vor dem TFK. Freigeschaltet Getriebe. Yes, Baby. Und noch ein Getriebe hinterher. Das zweite Gebiet gehört auch uns. Und auch da wird jetzt, glaube ich, wieder kräftig erobert. Jawohl. Das heißt, die Bushido haben schon ihr erstes komplettes Paket oben. Die haben schon, ich glaube, Stacked Deck heißen sie. Und unten 31st Street hat auch fast das komplette Gebiet. Yeah, und dieses Lied ist einfach nur so episch. Und wir haben eine neue Nachricht, ein neues Video. Niki, hast du mich vermisst? Darius fragt sich, was ihr hier so macht. Neville, warum holst du mir nichts zu trinken, hm? Klar, was denn? Soda oder sowas? Bring eine kleine Auswahl. Okay. Du hast hier ziemlich aufgeräumt. Du wirbelst ja mächtig Staub auf. Aber mich kannst du nicht bluffen. Ich werde schon herausfinden, warum du noch in der Stadt bist. Das da ist Selmus Teller.
Hi. Niki hat gesagt, dass du unbedingt einen neuen für dein Team brauchst. Naja, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin ein großer Fan. Ich habe all deine Rennen gesehen. Wenn das so ist, dann mache ich hier eine Fliege. Tja, seit du weg bist, hat sich einiges verändert, verstehst du? Da draußen sind viele Spinner, weißt du? Ohne Respekt. Ich kenne jede Nebenstraße, ich bin hier aufgewachsen. Ich beherrsche alle Tuning-Tricks. Ich habe praktisch alle Teile gebaut, die du hier siehst und, Okidoki, hier ist Cola und Wasser. Wo ist sie hin? Ich komme auch mit dem klar. Ein bisschen hyperaktiv ist er. Muss man so sagen, aber ich glaube, das sind die meisten Co-Mitglieder hier. So, wir könnten ihn natürlich ins Team nehmen und zwar. Ciao. Karosseriebauer. Du hast ein neues Crewmitglied freigeschaltet. Du kannst dieses neue Crewmitglied auf der Seite meine Crew rekrutieren. Nö, hatte ich irgendwie gar keinen Bock gerade drauf. Wir könnten rekrutieren, aber ich werde nicht als aktiv setzen. Dafür bleibe ich bei. Oh, wir hatten einen Mercedes. Also Rennen, sie kümmern sich, du kommst weniger um dich. Ja. Habe ich aber jetzt gerade keinen Bock drauf. Wieso geht der denn da direkt? Also, geht der auf die Weltkarte oder geht jetzt komplett raus? Ich glaube, ich befürchte, dass er jetzt gerade schon wieder komplett rausgeht. Nein, der geht nicht mehr komplett raus. Der geht noch in die freie Fahrt, aber ich gehe trotzdem wieder in den Unterschlupf zurück. Wir gehen nämlich auf die Weltkarte. So. Wir gehen mal weiterhin gucken, was wir so haben an schönen Rennen. Weil ich glaube, Teile haben wir. Oh, wir haben Teile, ne? Leistung, gucken wir mal, was wir haben. Leistung optimieren. Warenkorb, Hammer. Ja, da müssen wir doch noch ein Rennen fahren, ja. Da werden wir tatsächlich noch ein Rennen fahren, bis wir dann hier weiter mit dem nächsten Dings weitermachen. So, dann gehen wir mal in die freie Fahrt. Ich finde mal. Ach, noch nicht in die freie Fahrt. Ich wollte eigentlich natürlich auf die Weltkarte gehen, damit wir das nächste Gebiet machen oder das nächste Rennen fahren können. Ich habe ja vorgehabt, alle Rennen zu fahren. Natürlich auf die Karte. Dann haben wir hier unten noch eins. Haben wir das rundkommen? Moment, wir gucken mal, was wir kriegen können. 5000. Wenn wir denen das nächste Gebiet abnehmen können. Da Falle. 1500 Liter und Reifen. Stufe 1 Profi. Nehmen wir das. Ich fahre jetzt erstmal das, weil ich will die Kohle haben, damit wir das nächste Dings einbauen können. Oder ich fahre beide direkt, dann haben wir die Kohle für beide wahrscheinlich drin. Fahrzeuge mit dabei, natürlich ist das klar. Das ist der Wahnsinn, Kumpel, ein irres Manöver! Was der Mats da so drauf hat. An dem drücke ich mir mal direkt vorbei. Sorry dafür. Ja, jetzt pass mal auf! 138, ach doch, wir sind doch die Ersten. Wie gesagt, ich hab's auch in der letzten Folge gesagt, egal wer hier gewinnt, ob hier das machen oder das. Oder Neville. Das ist so ziemlich egal. Weil wir. Halt als Crew haben. Komm schnell her, siehst du? Alter, was war vorher? Siehst du ihn? Kannst du ihn sehen? Nein, ich will dich auch gerade gar nicht sehen. Ich will einfach nur mal ein Rennen jetzt fahren, das Ding hier gewinnt. Wir wollen natürlich schön den Sprung zurücknehmen. 44. Will ich auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, dass mir der so mitführen muss. Wir sind doch immer vorne. Aber wir haben einen guten Vorsprung. Und ich glaube, mit jeder Sekunde kriegen wir 10 Kammer hochgeschrieben, um noch zu packen. Also sollte ein paar Sekunden, dass wir dann auslösen können, dass wir abgezogen. Kann natürlich auch andersrum sein.
Man muss nicht unbedingt schnell zu sein, man sollte am Ende, wenn man nicht erst Abstand machen. Oh, toll. Die Nachbarn fangen an zu grillen. Ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit wurde gemeldet. In südlicher Richtung. Da gibt es eine Einheit, bitte melden. Ja gut, das ist zwar. Aber gut, dafür lasse ich mich nicht stören. Ich habe ihn gegessen. So. Der Drecksack hat mir natürlich noch nichts gekostet, weil ich einen scheiß Fehler drin hatte. Das ist das erste Rennen, was ich nicht gewonnen habe, aber das ist mir gerade so ziemlich egal, es ging wieder gewonnen. 903 km/h und ich habe wieder etwas freigeschaltet, nämlich neues Nitro und wir haben ein neues. Ein neues Gebiet wurde erobert. Und zwar hat Angie gerade mit ihrer Crew da unten das nächste Gebiet geholt. Tonight's Call of Blaten, das sind wir. Weltkarte. Ein Paket, das heißt, wir fahren noch den das auf jeden Fall, zum Event springen, ja. Dann haben wir zumindest da das nächste Gebiet, dann hätten wir schon mal zumindest die untere Hälfte von unserem Gebiet fertig. Und ich denke, danach machen wir hier einen kleinen Pausencut, dann sehen wir uns dann vielleicht gleich wieder. Aber wie gesagt, das Rennen machen wir noch. So, das war vielleicht im nächsten Jahr, nächste Folge, vielleicht in der übernächsten Folge, schon wohl herausfordern können. Alter, das ist ein Auto, ich glaube, wenn ich haben will. Gut gemacht, Kumpel! Na, der Neville ist jetzt gerade ein bisschen angestachelt, darum, dass er das Rennen gewonnen hat. Aber das ist mir egal, wenn ich das nicht habe, sondern das ist es hier noch. Vollgas, er kommt näher! Lass mal ziehen. Willst du mir jetzt. Vorbeigekommen. Das ist der schon. Der ist schon von der Alter, scheint noch da zu sein. Die Docks ist gerade. Ja, komm. Ah, nice, Mann. Das ist ein guter Getränk. Damit bin ich an beiden vorbei und führe dieses Rennen an. Wobei jetzt knapp die Hälfte habe, also 42% haben wir. Das war jetzt nicht mehr so mega entspannt, weil schon einige leidenschaftliche Kampffahrzeuge dabei sind, aber das ist okay. Also ein bisschen verrückt, ja. Boah, verpiss dich doch mal hier! Alter, wo gehst du denn so in die Eisen? Hey, da ist so ein Typ, der zu dir aufschließt! Da geht dir so in die Eisen, dass ich neben dem Kind drauf fahre. Eieieiei. Ach, Müllbeutel. Hau ab von mir, bezüglich eines Rades in Richtung Norden. Kann sich bitte jemand auf den Weg dorthin machen? Na, natürlich. Mann, das sind die Cops! Das ist super! Kümmer dich bitte mal, wenn du das hier hinter mir klebst. Hau rein, gleich sind wir da! Info 3 hinter dem gemeldeten Fahrzeug. Er versucht mich abzuschütteln. Dann haben wir es doch gewonnen. So haben wir es gemacht. Aber jetzt haben wir andere Probleme. Neu freigeschaltet. Bremsen Stufe 1 Profi. Packe. Wir haben das dritte Gebiet von den TFK übernommen.
Oh, wir haben den Lotus freigeschaltet. Nein. Mir fehlen noch zwei Gebiete, dann hätte ich einen Aston Martin. Weißt du was? Wir sollen uns trennen, um die Kurs abzuhängen. Viel Glück! Dann können wir nicht dran. Wir holen uns erstmal hier unten. Vollstopper! Den sollte nutzen, um die Kopf da abzuschicken. Oh, wir haben sich da gerade die fast gegen. Wir sollten uns trennen, den Kopf zu schütteln, aber wir sind ja alle auf meiner Backe. Verpiss dich, ich fahr mal hier runter. Ach, da vorne war ein Stopper, oder? Nee, fast nicht, waren nur mehrere Autos übereinander. Ach, scheiße, ich hab den Kopf nicht gesehen, der sich da jetzt vorgestellt hat. Eigentlich wollte ich den jetzt nicht schütteln. 5-1, bitte zum aktuellen Lagebericht. Lage unverändert, warnen die anderen Bezirke vor. Fahren die mal schön übereinander und stapeln sich, das ist schön. Kommen nur für den Einsatzwagen. Wiederhole, wir haben eine Einheit verloren. Ah, schade, ich hab gerade den weggedrückt. Wenn du dich jetzt noch zwei Autos hinter uns das Minimum. Ja, und ich dachte ja eigentlich, wenn wir jetzt voll das Kopf zum Tun sind. Oder man zu schnell los oder man kommt sich damit so gar nicht. Ich habe so krass wie ich auch gespannt bin. Ich habe meine Fragen ausgeschaltet. Kann ich mit zwei Autos hinter mir haben, natürlich. Da machen wir mal den Feierabend. Die werden dann mal los, weil da ist der nächste Gegner reingefahren. Da kommen natürlich jetzt die ganzen Gegner. Leute, die bringen natürlich was, was da kommt. Da ist dieser Kämpfer vor. Die kümmern sich jetzt gerade, glaube ich, nicht um uns. Sieht so aus, als würden die sich jetzt gerade gar nicht um uns kümmern. Wir jetzt hier rechts abgehen. Wir einen haben wir jetzt. Wir wurden Einheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Kommt ein Nachschub. Das wollte ich verhindern. Deswegen sollten wir sagen, ich hoffe nicht los sein. Das Ding ist unnötig, ich würde eigentlich hier einen Vollkampf machen. Ich ziehe das Ganze jetzt ein bisschen in die Länge, aber gut. So, den hoffentlich sind wir jetzt los. Das sollte es eigentlich jetzt erstmal gewesen sein. Und zwar verfolgt er uns jetzt aber. So, jetzt muss
Zombie da gut sein. Einheiten auf dem Weg zur Q3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Richtung Norden. Wir sperren den Stadtteil ab. Aktuelle Infos folgen. So, der wollte mir eigentlich so gut jetzt fahren, aber das Problem ist einfach nur, dass ich jetzt quasi nur dieses kleine Gebiet habe und mir die Scheißkopf hat sich jetzt das Gebiet zu machen. Oh, haut doch ab und geht woanders bitte spielen. Gott sei Dank reicht 4 Minuten 26, haben wir gebraucht für so ein bisschen Cops spielen, Minicops spielen. Pfui, das reicht. Verfolgungstaktik. Die Polizei von Pommern hat eine starke Phrase abgesehen. Hier sind ein paar Tipps, die du vermeiden kannst. Abstand ist gar nichts. Wie du von den Cops flüchten kannst, heißt Abstand herausfahren. Hm? Vor allen Dingen leichter gesagt als getan, weil Abstand herausfahren schön und gut, aber wenn die dann einen quasi von zwei Seiten spawnen, ist das ein bisschen schwierig, einen Abstand herauszufahren. So, solange sie dich sehen können, kannst du dich entkommen. Nutze verwinkelte Strecken und den Verkehr, um die Cops abzuschütteln. Ja. Verstecken, sobald du aus der Sichtweite bist, such dir ein Versteck. Es wird auf der Minikarte das blaue Kreis angezeigt. Über